keine Lust zu farmen? Dann hol dir jetzt Gold, Items, Accounts oder Leveling für dein Lieblings-MMO. No Work, Just Fun with Randy Run. Hallo liebe WoW-Freunde, hier ist der Kabasch und ich begrüße euch ganz herzlich zu einem neuen kleinen Video und heute wollen wir über diverse Add-on-Leaks sprechen. Denn im Verlauf der letzten Wochen und teilweise auch Monate gab es ja unzählige, muss man sagen, Veröffentlichungen von möglichen Erweiterungen. Teilweise waren diese sehr lustig von einem angeblich pöbelnden Blizzard-Mitarbeiter auf Reddit, der wütend herausposaunt hat, was denn die nächste Erweiterung so bringen wird. Und teilweise hat man einfach gemerkt, dass da sehr nostalgische Spieler dahinter stecken, die sich teilweise Features aus alten Erweiterungen wieder wünschen oder zumindest alte Inhalte neu aufgewärmt gerne hätten. Wir wollen jetzt nicht jeden einzelnen Leak durchgehen, sondern uns nur mal kurz so einen Überblick verschaffen, was denn teilweise da so im Netz kursiert und allgemein ein bisschen darüber sprechen, ja, was man denn insgesamt von diesen Leaks halten sollte. Denn zwar gab es da in der Vergangenheit durchaus immer mal wieder Leaks, aber im Prinzip kann man sagen, dass in 90% der Fällen eigentlich recht wenig dran ist. Hierbei muss man ganz ehrlich aber auch stark unterscheiden, denn es gibt eine starke Grenze, wie ich finde, zwischen einem vermeintlichen Leak einer nächsten Erweiterung und einfach die Spekulation darüber, was kommen könnte. Denn einfach darüber spekulieren impliziert ja, dass man nicht weiß, was kommt, sondern einfach nur darüber spricht, was kommen könnte aufgrund von irgendwelchen Details oder Hinweisen, die man entweder im Spiel selber oder auf dem PTR entdeckt. Ein Leak an sich ist aber etwas, wo jemand sagt, das wird so kommen, da gibt es nichts dran zu rütteln, das haben die Entwickler so mir gesagt. Fangen wir also erst einmal mit dem ersten Leak an, den wir uns heute anschauen, nämlich Tides of War. Meistens erscheinen diese Leaks ja entweder auf Reddit oder auf MMO Champion in einem Forumsbeitrag und so auch eben hier. Das Ganze ist mittlerweile ein paar Tage alt und es gibt einige Dinge, die durchaus sehr logisch sind, wie zum Beispiel, dass im Prinzip die ganze Story und die Gebietsthematik rund um die Südsee stattfindet. Zum Beispiel wird hier vorausgesagt, dass wir nach Kul Tiras gehen werden, zu den Dracheninseln, aber es sollen auch klassische Gebiete überarbeitet werden, wie zum Beispiel das Arathi-Hochland oder das Hinterland, welches zum Arathi-Kriegsgebiet werden soll, oder Desolais soll ebenfalls überarbeitet werden. Außerdem hat der Ersteller von diesem Beitrag auch vorausgesagt, dass wir zur infizierten Wunde reisen werden, nämlich nach Silithus, welches ein ganz normales Gebiet in der kommenden Erweiterung darstellen soll. Hierbei haben wir mittlerweile seit dem Leak aber neue Informationen vom PTR, nämlich dass wir durch einen bronzenen Drachen wieder in der Vergangenheit zurückreisen können. Und das ist die gleiche Systematik, wie wir sie beispielsweise eben auch in den verwüsteten Landen oder bei Terramor haben, welche beide eben auch als Pre-Event-Zonen gedient haben. Silithus selber wird also höchstwahrscheinlich kein eigenständiges Gebiet in der nächsten Erweiterung darstellen, sondern eben für das Pre-Event zur nächsten Erweiterung zur Verfügung stehen, um dort eben die Geschichte voranzutragen. Ansonsten gibt es aber auch noch weitere Dinge, welche relativ logisch erscheinen, wie zum Beispiel die Erhöhung des Levels auf 120. Das ist jetzt wirklich nichts Besonderes. Die Entwickler sind mittlerweile ja von ihrem Plan abgerückt, in 5er Schritten zu gehen und haben ja gesagt, dass diese 10er Schritte wesentlich angenehmer sind. Das ist kein Hexenwerk vorauszusagen, dass wir im nächsten Addon bis Level 120 leveln werden. Es sei denn, es kommt etwas ganz Überraschendes und die Entwickler verringern die Level im Allgemeinen. Der Ersteller sagt ebenfalls voraus, dass wir einen Pfad der Titanen bekommen. Pfad der Titanen, da dürfte es bei einigen klingeln, das ist ein Feature, welches bereits schon einmal in der Vergangenheit in das Spiel kommen sollte und eigentlich der Prototyp vom jetzigen oder von dem damaligen Glyphensystem, muss man sagen, war. Das jetzige Glyphensystem existiert ja eigentlich nicht mehr, aber das Glyphensystem an sich war ja durchaus mal eine gute Verbesserung für den Charakter und hat da durchaus einige Möglichkeiten geboten, nicht unbedingt den Charakter zu individualisieren, aber zumindest zu verstärken. Dieses Pfad der Titanensystem soll ähnlich aufgebaut sein wie die Artefaktwaffen jetzt und auch das ist relativ logisch, denn die Entwickler haben schon vor langer Zeit bekannt gegeben, dass wir A, nach der Erweiterung von Legion die Artefaktwaffe nicht mehr benutzen werden können, beziehungsweise sie einfach da nicht mehr aktuell ist und B, das System, welches dahinter steckt, aber in einer gewissen Art und Weise wiederverwendet wird. Die Idee, das Ganze mit dem Namen Pfad der Titanen zu verknüpfen, ist natürlich sinnig und logisch, aufgrund der Tatsache schon alleine, dass wir am Ende natürlich der Erweiterung Legion mit den Titanen zu tun haben.
Aber egal wie es am Ende auch heißt, ein ähnliches System werden wir in der nächsten Erweiterung wieder finden. Kommen wir nun aber zu Dingen, die durchaus recht unwahrscheinlich sein werden, nämlich die Sache, dass es keine neuen Völker geben wird, das sei einfach mal dahingestellt, auch keine neuen Klassen, das sei auch erstmal dahingestellt, aber es wird neue Spezialisierung geben und zwar für jede Klasse eine. So soll beispielsweise der Magier die Spezialisierung Spellbreaker bekommen, was ein Tank sein wird. Oder der Priester wird Purifying bekommen als Spezialisierung, was ein Nahkampf-DD sein soll. Außerdem ist es so, dass der Paladin und der Dämonjäger einen Fernkampf-Spec bekommen sollen und der Druide, der bekommt einfach gar nichts, weil der hat ja schon 4 Specs. Also spätestens hier sollten die Alarmglocken klingeln, das ist wirklich recht unwahrscheinlich. Schon alleine die Implementierung einer neuen Klasse ist für Blizzard ein unglaublicher Balanceakt. Es hat relativ lange beim Dämonenjäger auch gedauert, bis dieser angepasst wurde. Nicht ganz so lange wie beispielsweise damals beim Todesritter in WOTK, der sehr lange Zeit auch übermächtig war und wo die Entwickler auch im Nachhinein sehr, sehr viel verändert haben, weil er eine komplett neue Struktur damals von seinen Talentbäumen in das Spiel brachte, die so andere Klassen nicht hatten. Im Normalfall, ausgenommen der Dämonenjäger, bringt eine Klasse ja 3 Spezialisierungen in das Spiel. Okay, der Druide hat 4, aber das kam ja auch erst mit der Zeit. Und hier sollen jetzt ganze 11 neue Spezialisierungen in das Spiel kommen, welche alle aufeinander abgestimmt werden müssen und auch natürlich auf die einzelnen Klassen abgestimmt werden müssen. Das ist wirklich recht unwahrscheinlich. Das ist ein enorm großer Balancing-Akt, so viele neue Spezialisierungen auf einmal in das Spiel zu bringen. Darüber hinaus sollen zum Beispiel Spezialisierungen wie der Jäger, der Shadowhunter, ein DPS-Heilungshybrid sein, ähnlich wie der Disziplinpriester, aber das Ganze ein wenig mobiler. Das klingt sehr, sehr unglaubwürdig. Weiterhin wird genannt, dass diverse neue Rassenkombinationen in das Spiel kommen sollen, wie zum Beispiel Nachtelfen, Paladine, Worgenschamanen, Pandaren-Todesritter, Goblin-Mönche und Troll-Paladine. Abgesehen von den Panda-Todesrittern ist das jetzt alles nicht so ganz unwahrscheinlich. Nachtelfen-Paladine und Troll-Paladine, da wird sich ganz klar auf die Klassenhalle in Legion bezogen. Worgen-Schamane liegt relativ nah. Viele haben damals schon beim Erscheinen der Worgen damit gerechnet, dass die Worgen-Schamanen auswählen können. Aber es wurden dann ja tatsächlich die Druiden. Und Goblin-Mönche, ich meine, warum nicht? Sieht sehr ulkig aus. Aber im Allgemeinen glaube ich, dass die Entwickler sehr zufrieden mit den Rassen- und Klassenkombinationen sind. Es gab ja noch eine Anpassung mit Legion, nämlich dass eben die Goblins bzw. die Gnome Jäger auswählen können und eben dort auch eine besondere Art darstellen, aber ansonsten wurden schon vor längerer Zeit eben größere neue Rassen- und Klassenkombinationen in das Spiel gebracht, um eben die Möglichkeit der Klassenwahl nicht so stark einzuschränken. Wir haben den Druiden beispielsweise, der noch relativ stark eingeschränkt ist, aber zum Beispiel der Krieger ist es überhaupt nicht mehr und auch der Priester ist es gar nicht mehr. Die Gnome hatten zum Beispiel damals den Nachteil, dass sie nicht eine Heilerklasse wählen konnten und da haben sie deswegen entsprechend den Priester als Alternative bekommen, um diese Möglichkeit eben auch dabei abzudecken. Beenden wir langsam mal die Diskussion um diesen vermeintlichen Leak der nächsten Erweiterung. Tides of War ist auf jeden Fall mit ein Fünkchen Hoffnung, denke ich mal, behaftet, dass das ein oder andere in das Spiel kommen könnte. Ich meine, so Dinge wie die Südsee sind relativ offensichtlich, genauso wie die Thematik mit der Leere und dementsprechend natürlich auch Kultiras, Jaina, Anhöhung des Level Caps und so weiter. Aber andere Dinge sind wirklich sehr unglaubwürdig, wie die ganzen Subspecs oder eben auch diverse Rassen- und Klassenkombinationen. Andere Leaks sind da wesentlich kürzer und beschreiben, wie zum Beispiel World of Warcraft Shadow, nur ein paar Dinge. Zum Beispiel soll es dort keine neue Klasse und kein neues Volk geben und es wird nur kurz die Handlung angerissen. Es soll sich natürlich thematisch um die Leere drehen. Allerdings gibt es hierbei eine Sache, die einen aufhorchen lässt, denn beispielsweise soll das Level Cap insgesamt reduziert werden auf 60 und die jetzigen Max-Level-Charaktere sollen auf Stufe 50 gesetzt werden, also kein klassischer Item-Squish, sondern eine Art Level-Squish, dass die Zahlen dabei nicht so explodieren. Dies hat natürlich einen großen Rattenschwanz zur Folge, nämlich sämtliche alten Gebiete müssten überarbeitet werden und zwar mit der neuen Level Zone Skalierung. Sprich, genauso wie in Legion kann man sich einfach für irgendein Gebiet entscheiden, es spielt keine Rolle, in welches man geht. Außerdem soll man im Laufe der Erweiterung viele verschiedene Möglichkeiten zur Individualisierung des Charakters freischalten, also für die Charaktererstellung bzw. für den Editor.
Und genauso soll es eben möglich sein, dass wir im Laufe der Geschichte die Möglichkeit haben, eine von drei Unterrassen zu wählen und unseren Charakter so einmalig zu verändern. Dies spricht aber ehrlich gesagt ganz klar gegen eine Sache, die die Entwickler bereits mit VOTK in das Spiel bringen wollten. Denn wenn man sich den alten Trailer damals ansieht, wie das Ganze aussah, dann sah man dort ja einen Paladin zusammen mit einer Magierin in dem heulenden Fjord umherziehen. Die Magierin wurde getötet und der Paladin floh und wurde im Prinzip von seiner Angst und seinem Zorn vielleicht auch aufgefressen und verwandelte sich nach und nach zum Todesritter. Hierbei spielte Blizzard ganz klar darauf an, dass der Todesritter eben nicht einfach eine Klasse sein soll, die auf einem bestimmten Level startet, sondern damals war noch die Absicht, dass man eben mit seiner Klasse das maximale Level erreicht, über eine lange Questreihe dann eben sich entscheiden kann, ob man zur neuen Klasse werden möchte, der neuen Heldenklasse Todesritter, oder ob man seine normale Klasse beibehalten möchte. Die Entwickler haben aber relativ schnell eingesehen, dass dies nicht wirklich eine gute Möglichkeit ist und dementsprechend finde ich es ehrlich gesagt auch sehr unwahrscheinlich, dass wir im Laufe einer Questreihe die Entscheidung bekommen, plötzlich eine andere Unterrasse zu werden, anstatt diese einfach im Charaktereditor auszuwählen. Kommen wir also mal wieder zurück zum eigentlichen Thema, was man von diesen ganzen Leaks halten soll. Bei den vielen vermeintlich bereits feststehenden Features muss man natürlich stark unterscheiden. Bei Tides of War zum Beispiel hat sich wirklich jemand sehr viele Gedanken gemacht, aber man merkt auch sehr stark eigene Wünsche einfach einfließen lassen. Und hierbei muss man einfach entscheiden zwischen Wünsche von eigenen Spielern und ganz klar natürlich auch die Tatsache, was denn für die Entwickler realisierbar ist und was denn überhaupt Sinn macht. In einem Leak soll man beispielsweise ein eigenes Schiff in der Südsee bekommen, das klingt ja erst einmal noch irgendwo logisch. Dann soll man dieses Schiff aber equippen mit Anhängern aus der Garnison und der Klassenhalle und spätestens hier sollten eigentlich die Alarmglocken klingeln. Darüber hinaus ist es so, dass die Anhänger dann eben keine Missionen mehr für einen abschließen, wenn man sie irgendwo hinschickt, sondern man nur durch den Abschluss der jeweiligen Anhängermission ein kleines Szenario freischaltet, bei dem man sich dann selber seine Belohnung abholen muss. Dies funktioniert aktuell ganz gut, beispielsweise mit den Raid-Missionen der verschiedenen Champions, bei denen man dann ja selber noch den Raid besuchen muss, aber wenn man, sage ich mal, zum Beispiel irgendwie 200 Gold für eine Mission bekommt, dann absolviert man da vielleicht beim ersten Mal das Szenario, vielleicht beim zweiten Mal, aber beim dritten Mal macht man sich dann schon nicht mehr die Mühe, einfach weil es keinen Sinn macht, sich so viel Zeit dafür zu nehmen, jedes Mal für eine so kleine Belohnung. Wie anfangs schon erwähnt, es macht sehr viel Spaß, über diverse Features zu spekulieren, wie diese sich entwickeln, was die Entwickler neu in das Spiel reinbringen könnten und auch wir haben ja vor einiger Zeit dazu aufgerufen, dass ihr uns das gerne mal schreiben sollt. Aber ein Leak ist eben etwas grundsätzlich anderes. Der Ersteller dahinter stellt das Ganze so dar, als ob es felsenfest schon in Stein gemeißelt wäre und es daran nichts zu rütteln gibt. Denn er hat angeblich Informationen von Blizzard oder zumindest von Blizzard herausbekommen, die die ganze Welt eben noch nicht hat und er möchte diese jetzt mit uns teilen, damit wir vorab eben bereits wissen, was die kommende Erweiterung bringt. Und die Absicht dahinter ist, wie ich zumindest finde, etwas völlig anderes als eine Spekulation, denn dabei unterhält man sich einfach nett, spekuliert eben ein bisschen darüber, was kommen könnte, wie etwas aussehen könnte, zum Beispiel wenn man daran denkt, wie die Artefaktwaffe eben in das nächste Add-on übergeht, in ein neues System, wie das aussehen könnte. Bei einem Leak hingegen, finde ich, fehlt diese Diskussionsplattform, denn da ist jemand, der sagt, so ist es und auf der anderen Seite kann man dagegen im Prinzip nicht argumentieren, weil das Ganze ja offensichtlich schon von Blizzard so eben festgelegt wurde. Für meinen Geschmack gibt es eben nur zwei Absichten hinter solchen Leaks, nämlich auf der einen Seite ist es mutwillige Verwirrung der Community, dass man eben diese einfach auf etwas einschwören möchte, was vielleicht am Ende gar nicht kommt und vielleicht Informationen in diesen Leak hineinbringt, die dann eben augenscheinlich ja in einer gewissen Art und Weise die Community aufstacheln nach dem Motto, oh, das geht doch gar nicht, das können sie doch so nicht machen. Auf der anderen Seite sind es vielleicht einfach nur Trolle, die sich daran belustigen, wie die Spieler dann eben darüber sprechen und irgendwie argumentieren, warum, wieso, weshalb. Gerne könnt ihr mir ja mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, wie ihr das Ganze seht. Leaks sind eine ganz nette Sache, um da mal kurz drüber zu sprechen, aber ich muss ehrlich sagen, die meisten sind doch wirklich, naja, sehr unglaubwürdig geschrieben. Tides of War war zum Beispiel eines, welches mir zum Teil zumindest relativ gut gefallen hat, einfach weil es sehr viele konkrete Hinweise, die wir schon aus dem Spiel erfahren haben oder im Laufe der Erweiterung erfahren haben, zusammengefasst hat, aber dann kommen eben auch einige Sachen einfach dazu, die sehr unglaubwürdig sind, wie zum Beispiel das jede Klasse eine neue Spezialisierung bekommt, aber der Druide nicht, denn der hat ja schon 4.
Wie gewohnt bedanke ich mich am Ende sehr fürs Zusehen. Lasst mir doch einen Daumen nach oben da, das würde mich sehr freuen. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Euer Kabasch.